Hallo, ich zeige die grüne Weihnachtsbox. Die grüne, es gibt auch eine rosane und das ist die grüne. Und ich zeige euch den Inhalt und ich zeige euch, wie man danach aussieht. Zeig jetzt mal den Inhalt. Ich mache den Deckel ab und dann sieht das so aus. Der Pinsel ist natürlich eingepackt, den habe ich ja schon benutzt, deswegen habe ich ihn ausgepackt. Und so sieht dann der Inhalt aus. Also richtig schöne Beutel und zwar 4 Stück. Und ich werde immer Pausen zwischendurch lassen. Das entweder schaut ihr euch das Video komplett an, dann wisst ihr genau, was drin ist und was euch erwartet. Oder ihr lasst euch überraschen, dann könnt ihr immer rechtzeitig ausschalten. So, jetzt fange ich an. Ja, hier vorne schon der Pinsel, den lege ich aber erstmal an die Seite. Jetzt zeige ich das Beutelchen Nummer 1. Da-da! Das ist wirklich, wirklich hübsch und richtig mit Liebe eingepackt. In der rosa Box ist natürlich alles rosa. Und hier, das ist im Beutelchen Nummer 1 und das zeige ich euch jetzt. Nicht nur, dass ich euch das zeige, sondern auch gleich in der Anwendung, wie man sich damit schminken kann. Das zeige ich euch jetzt. Die Lidschattenpalette besteht aus drei wunderschönen Tönen und ich zeige zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man sich damit schminken kann. Ich habe große Vorfreude, weil die Farben genau meins sind. Und jetzt zeige ich sie euch erstmal auf dem Arm. Dann geht's los. Ich nehme den Schlupfi-Puschel und gehe in den mittleren Farbton und mache das erstmal in die Lidfalte. Geht ziemlich einfach und schnell und ich bin begeistert. Dann nehme ich den zweiten Ton, das ist der grünliche Ton. Den setze ich mir außen und auch so ein bisschen in die Lidfalte, aber nur bis zur Hälfte. Auch das geht super schnell und einfach. Kann man so ein bisschen entscheiden, möchte man viel, möchte man wenig. Ich bin zweimal rein mit dem Pinsel, also insgesamt dreimal und dann ist das so, wie ich das haben möchte. Wie gesagt, man kann natürlich auch ein bisschen dezenter das machen, wie man möchte. Dann kommt der helle Ton. Da habe ich einen anderen Lidschattenpinsel genommen und den setze ich mir im Augeninnenwinkel und im ersten Drittel des Auges. So sieht das aus. Noch ein bisschen unfertig, natürlich mit Mascara und so sieht das nachher anders aus. Aber jetzt versuche ich noch mal eine andere Möglichkeit und zwar den Grünton in die Lidfalte. Ich bin begeistert von der Qualität, lässt sich super gut auftragen und auch ganz weich verblenden. Ganz tolle Qualität. Ist total einfach und sieht auch richtig, richtig schön aus. Na, schöner Grünton, gefällt mir. Dann in die Mitte, dann so fast das ganze bewegliche Lid damit angemalt. Zweimal bin ich rein mit dem Pinsel und dann sieht das so aus. Und den hellen Ton setze ich mir dann auch im Augeninnenwinkel und so ein ganz klein bisschen dann Richtung Auge. Aber nur ein bisschen. Unter der Augenbraue noch. Alles so ein bisschen verblenden, ganz weich. Und dann ist das schon mal fertig. Dann kommt nur noch Mascara rüber. Und dann zeige ich euch mal das gesamte Ergebnis. Kommt Beutelchen Nummer 2. Ich schau mal rein, was Schönes drin ist.
Oh, das ist richtig toll. Das ist eine richtige Überraschung, weil hier kommt ein total toller Augenstift. Und zwar zum Rausdrehen. Und der hat es in sich. Dieser Stift ist einzigartig beim Make-up Coach. Der schimmert nämlich in zwei verschiedenen Farben. Und der hat auch einen richtig tollen Namen. Und wie der auf dem Auge aussieht und wie der so in der Anwendung aussieht, das zeige ich euch jetzt. Und natürlich dann auch mit diesem großen Kino. Zusammen mit dem großen Kino, was man damit machen kann, wie man sich damit schminken kann, das zeige ich euch jetzt. Ich habe große Vorfreude. Wie schön ist der Stift, bitte schön. Es ist ein Duochrom und dazu noch ein Duochrom großes Kino. Boah, das wird bestimmt richtig schön. Den kann man rausdrehen übrigens. Und der sieht fantastisch aus. Grünlich, bräunlich, tolle Farbe, ganz interessant. Und auch das große Kino ist richtig schön. Uiuiui. Da ist ordentlich viel Farbe im Deckel schon. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man da zu viel nimmt, dann kann das schnell zu viel sein. Aber ich bin ja vorsichtig. Ich kenne das ja auch schon. Ich mache das nachher mit dem Verteiler. Und das ist auch ein wunderschöner Ton. Den Stift Faunfeder setze ich mir jetzt unter das Auge oder besser gesagt unter die Wimpern. Geht total einfach und sieht richtig schön aus. Ich finde, das passt auch gut zu dem gesamten Look. Und natürlich auch als Lidstrich, außen ein bisschen mehr. Und der Stift ist butterweich und geht ganz, ganz, ganz leicht aufs Auge. Andere Seite mache ich ein bisschen anders. Da mache ich mir die Faunfeder auch unter die Wimpern, aber kein Lidstrich, sondern das große Kino natürlich ausprobieren, zeigen. Das ist so schön. Das mache ich mit dem Verteiler und das setze ich mir jetzt da außen, ganz, ganz, ganz weit außen und gehe ganz bisschen Richtung Auge, mache praktisch so einen Bogen und dann kann man das, wie man möchte, entweder mit einem Pinsel verteilen. Ich mache es auch gerne mit dem Finger so ein bisschen. Am besten so machen, wie man das möchte, dass man das nochmal so ein bisschen verblendet und dann sieht das toll aus. Hält natürlich den ganzen Tag und ist richtig, richtig schön. Nummer 3 ist an der Reihe. Nummer 3. Was da wohl Schönes drin ist. Ach ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, was hier Schönes drin ist. Ja. Also diese beiden Stifte, die müsst ihr euch auch unbedingt mal anschauen, wie die aussehen. Geswatcht und auf meinen Lippen. Wunderschön. Auch hier bin ich total begeistert von dieser tollen Farbe Gingerbread. Wie schön ist bitte schön dieser Lippenkonturenstift und dazu dann noch passender Farbton Happy Lips, eine neue Farbe, nennt sich auch Gingerbread und passt total gut zusammen. Ich bin gespannt, wie es bei mir aussieht. Ich mache erstmal den Lippenkonturenstift außen, ich umrande die Lippen und damit man den Farbton gut sehen kann, male ich mir die Lippen auch ganz aus. Ist sowieso immer eine gute Basis, wenn man möchte, dass der Lippenstift länger hält. Ich mache das sehr oft so, dass ich dann den Lippenkonturenstift auf die gesamten Lippen auftrage und darüber dann
das Lippenprodukt oder den Lippenstift. Happy Lips Gingerbread kommt da drauf und ich bin mehr als begeistert. Also das ist genau meins. Finde ich richtig, richtig schön. Ja, und auch in der Nummer 4 ist was richtig Schönes drin. Und dafür brauchen wir dann auch den Pinsel. Ich rate mal, also es ist viereckig, es ist schwarz, es ist fest. Nicht nur fest, es ist auch festlich. Tada! Ja, was ist das Schönes? Das ist ein Highlighter. Ja. Schaut euch den mal an, wie schön der aussieht. Ach, ich zeige euch den mal in der Anwendung. Und dann können wir auch gleichzeitig den Pinsel benutzen. Diesen wunderbaren, weichen. Ach, der ist einfach nur schön. Der streichelt das Gesicht. Ich liebe ihn. Also, wie das hier aussieht, das zeige ich euch jetzt. Ich bin so begeistert. Nicht nur ein toller Pinsel, sondern ein Highlighter, ein neuer Highlighter. Oh, ich habe so dolle Vorfreude. Aber ich muss mich erstmal ein bisschen vorbereiten. Ich habe meinen Rouge vergessen und dafür nehme ich den Sonnenkussmixer. Und erstmal zeige ich euch natürlich die Farbe, wie der Highlighter aussieht. Und danach schminke ich mich erstmal ein bisschen mit dem Sonnenkussmixer. Und dann schaue ich mir mal den Highlighter auf der Wange über dem Rouge auf dem Wangenknochen an. So, ich bin vorbereitet und jetzt geht's gleich los mit dem Highlighter und dem Pinsel, der das wirklich auf die Wangen streichelt. Richtig toll. Wie schön sieht das aus? Ich bin begeistert. Sieht echt toll aus. Auch auf der Nase habe ich ihn aufgetragen. Ganz toll. Ich bin echt total begeistert. Ganz, ganz toller Ton. Seht es gerne selber. Wunderschön. Ich bin gespannt, für welche Box ihr euch entscheidet, rosa oder grün. Mir gefallen beide. Und ich sage jetzt Tschüss.